Wo habe ich denn das jetzt hingeschrieben? Also ich und meine Ordnung. Eigentlich war es alles relativ ordentlich. Eigentlich. Achso, ich habe den Zettel gefunden, sogar relativ schnell. Er lag rechts vom Schreibtisch, in der Spalte vom Schreibtisch zur Wand, da wo immer alles hinfliegt, wenn man was vom Schreibtisch runterschmeißt. Genau. So, kann ich dir nämlich sagen, auf unserer Welt, die wir getestet hatten, weil wir hatten das Ding ja nicht zum Laufen gekriegt, bis wir den Fehler gefunden hatten, hatte der Rotor. so, Rotator in der Mitte, also quasi dieses Ding da in der Mitte, hatte Speed von 1024 Rad und 65.000 Newtonmeter Power. Also, nee, nicht Power, sondern Kraft. Wie viel produzieren wir draußen Newtonmeter? Schau mal, ob das viel ist. Ja, ist viel. Sollte aber eigentlich auch schon mit relativ wenig laufen. Nur halt nicht so effizient. Okay. Weil das sind hier Zahlen, die kriegen wir niemals zusammen. Kreativzahlen. Sind Kreativzahlen. Letztendlich, wir müssen nur darauf aufpassen, wenn wir den zu schnell dingen, fliegt das Ganze uns um die Luft. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Ding sich überhaupt dreht. So viel ich weiß. Naja, es muss schon eine gewisse Umdrehungszahl haben, auch wahrscheinlich. Na, es braucht eine gewisse Umdrehungszahl, bis er erstmal anfängt mit drehen. Ja, ich weiß nicht. Wie das aussieht. Privat. Auch wenn hier vier Leute rumspringen. Ja, das ist auch nur ein 4-Slot-Server. So. Ja gut, das können wir ja noch nicht abbauen. Produktion tun wir dann auf dem Boden, oder? Also die Ansteuerung, Ja, dass wir oder hochgehen. ja. Murdoch, bauen Kreis schneller. Bin doch wunderbar. Du bist Murdoch, bauen den Kreis schneller. Hopp, Merlock. Das Schneller muss schneller hin. gehen. Dann kurbel die Produktion von dem Dust an. Das Ja, dann mach halt erstmal die äußere Schicht. Oh, hat die Häuser, genau. Das ist die Steamboiler. Du kannst dabei Dörter sowas platzieren. Hauptsache, es geht hier voran. So langsam geht's auch nicht. Wann haben wir mehr entrichtet als depletet? Jetzt wurde ich auch verseucht. Leute, da geht weg von mir. Verschwindet, weg, nein! Wie gesagt, das Ding ist relativ gefährlich. Relativ. Relativ gefährlich, so wie das ja aussieht. Weil es trotzdem durch die Observer ja auch noch durchfliegt. Deshalb ist das halt ein Die Reaktor. Erfahrung gemacht. So, Merk. Da möchte ich auch nicht wissen, was hier alles so passieren wird. Also ganz wichtig, nicht durch den Plasmastrahl geben, sofort tot. Der Rest, ja. Lasst euch überraschen. Bauen wir gleich Petrokiumschaft, ja. Bauen für die Ewigkeit. Aber wir müssen erst noch Petrokium herstellen müssen. Glaube, sicher ist sicher, oder? Sicher ist sicher. Wie sieht denn das aus? Haben wir noch Betrockenschaft? Schafft? Nein, haben wir nicht mehr. Das heißt. Betrockium. Da. Betrock und in der Mitte die ganz normale Schaft-Unit. Der Druck schafft, sagt er den Name. Ja, aber wie man das Ganze macht? Wo haben wir denn unser Ofen? Achso, dort hinten. Der Druck im Schaft müsste noch in der Kiste liegen. Egal. Habe ich vorhin gemacht. Brauchen wir Der Abdreh sowieso dann läuft für jetzt die einmal komplett Zukunft. um den Reaktor. Warum das? Ich wollte eigentlich nur Raus. raus, ja, irgendwie. Aber ich bin in die falsche Richtung gelaufen.
wirklich noch in der Kiste? Ja, 24 Mai. Schau mal, neue. Mag neue. Passt eh. Wir haben sie ja. Wir haben sie ja und vor allem brauchen wir sowieso dann für die Gearboxen noch und. Das ist eine schöne Bedrock-Projekt, der macht das schon. Der nicht läuft. Ich werde ihn mal wieder aktivieren. Musst du mal wieder aktivieren. Weil ich auch noch mal weitermacht. Der ist ja schon in Bada, aber trotzdem. Das Ding baut ja bis sonst wo. Wie viele brauchen wir? Kein Ende. Bis heute haben wir noch kein Ende gefunden, sagen wir mal. Ich weiß nicht, wohin der überall gräbt, aber hast du ihn wieder aktiviert? Ja, mach halt gleich mal einen Tram ran, klatsch. So, gleich mal Backup hier machen. Mach das aber sowieso schon mal. Bevor ja gleich alles in die Luft geht. Muss man dann sowieso noch mal Backup machen. So, mal gucken, ob die jetzt startet. Ja, die startet gut. Und der arbeitet? Ja. Ja, schau, guckst du. Ja, Kontrolleur ist unterwegs, ja. Ja, passt doch. Gut. Voll ist richtig, ja. Ja, immer außenrum halt. Ja, aber hier gerade die... Und dann muss der nur von innen ran klatschen. Also innen ran klatschen. So. Input ist... grün und Output ist rot, richtig. Hast du schon eine Runde fertig? Nein, du bist noch nicht ganz. Er hat nicht immer so eilig. Was? Nicht immer so eilig. Ja, damit das Weiße weg wäre, kann ich da leichter platzieren. Hier passt doch irgendwas nicht mehr, Doc. Du hast nun vergessen, oder wie? Ja, nee, ne? Hey, ich setze ja nur die Steamboiler gerade. Ja, aber hier fehlt irgendwie einer. Du bist denn? Ja, hier fehlt einer, ja. Stimmt. Das geht nicht. Qualitätskontroller, bitte einmal noch zurück. So geht das nicht mehr, Doc. So geht das nicht mehr, Doc. Also. Aber wirklich so. Qualitätskontroller, ne? Ausfallprodukt. So nicht. So, so nicht. Kannst du noch fertig machen? Sind wir durch. Gigantisch unser Ring der Ringe und ja, Leute. Außen. Durch. Ich scheißegal. Durch. Aus. Bist du durch, sagst du. Auf der Innenseite gemacht, weil da ist der andere Block. So, Monitor wollten wir auch noch bauen, damit wir sehen, mit wie viel wir das Ganze jeweils betreiben. Ah. Wie weit beschießt denn das Ding ein? Kommst du raus oder wirst du sofort beschossen? Ja, weißt du, wie das ist? Diese Leute gehören einfach weg hier. Die Leute gehören einfach weg hier, du gehörst ja weg. Das geht ja gar nicht mit dir. Nee, das auch, aber. Rassist. Das möchte ich ja jetzt hier nicht so unbedingt sagen. Das will ich nicht so unbedingt sagen. Hauptsache, du machst deine Arbeit schön. Jetzt mal versuchen. Aber mehr doch nur die Hälfte macht, ist das schwierig. Nein, macht er doch gar nicht. Er kümmert sich halt darum. So, wir würden sich jetzt darum kümmern und die ganzen Inputs setzen. Die bleiben nur als Input setzen, nicht als Output. Wir würden das freiwillig machen. Können uns ja dann mal zusammen reinsetzen. Oder zu dritt, ja. Oder zu viert. Zu viert. Warum halt nur einen vierten Spieler, der sich bewegt, gell? Nicht du zweimal, Ed. Ja, es geht ein bisschen schwer. Multitasking habe ich noch nicht so raus. Ja, also du kannst ja die Person neben dir. Könnt ihr ja, eigentlich was machen. Die ist nicht da. Schlimm. Nein? Schlimm, 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 schlimm. Wer ist der Moderator? Niemand. Brauchen wir keinen Moderator. Wir brauchen keinen Moderator. Alles alle gebannt da. Fertig. Alle gebannt fertig. Also Leute, habt ihr das verstanden? Wer was irgendwo geschreibt, werdet ihr sofort gebannt. Genau. Sofort und ohne Widerrede. Ja, einfach
entspannt werde ich. Wir haben nämlich genug Stress schon heute erlebt und... Ja, ich habe den Mistkäfer und damit habe ich schon genug Stress, danke. Das ist echt immer so nett, so ein freundlicher Mensch. Ich weiß nicht, wie ich ohne deine Barmherzigkeit leben könnte. Du kannst ohne mich gar nicht leben. Ich weiß. I know. I know. I know. I knubbe. Knubbe. Also, läuft bei uns. In welche Richtung läuft wollen wir denn produzieren? Machen wir das einfach mal hier hin. Ja, da. So, kann ich eigentlich dann abbauen, oder? Oder eigentlich noch eine Ender-Chest mal bauen? Was braucht eine Ender-Chest schon wieder? Ja, bei Haien, weil schon zwei Leute keine Kiste haben. Zwei Arbeitsplätze. Sein Kind. Ja, Kiste. Und muss er jetzt überall in dem hier Kiste stehen? Doch, ich brauche drin eine. Draußen einfach eine. Nein, ich mache jetzt drin eine. Ich muss überall eine dämliche Kiste stehen. Gott, du unternehmst die Kisten. Weißt du, das sieht übelst schön aus, wenn jemand eine Ender-Chest öffnet. Es öffnen sich gleich 30. Uhu. Das hört sich vor allen Dingen immer sehr gut an. Ja. Leckt wahrscheinlich auch wieder wie... Katze. Katze, das ist mir doch egal. Weißt du halt. Ich weiß, dass dir das alles egal ist. So, mir. Blingoid kann ich abbauen, oder? Was ist abbauen? Die Wand. Zerstören. Wand. Was wir machen? Wo machen? So, also. Osten oben. Ich hab ganz vergessen, wie viel. Du hast vergessen. Wie viel Uran das rauskommt und wie viel Deployed das. Ja, Deployed kommt. Ich glaube 1 zu 5 oder so war das immer, ne? Ja. Unterschiedlich. Nein, ich brauche auf jeden Fall eine Magmatik. Auf der Tier 0, Tier. Das, die ist Magmatik, das ist Stufe 3, und eine Stufe 4. Kann man nämlich schön drehen. Oh, so passt das eigentlich schon. So. Tungsten haben wir ja auch noch. Tungsten? Ja. Brauchen wir mal wieder seit langem. Gut. Unser Crafting Table dorthin. Also 2 Stunden habe ich noch. Dann ist ja für mich. Ja, dann. Werden wir jetzt auch nicht mehr machen, oder? Ich glaube 2 Stunden nicht, so 1,5 noch. So 1,5 noch. Ja, das heißt bis um 11. Ach ja, Sascha muss ja morgen zur Schule. Ne? Morgen ist Sonntag. Man weiß ja nie. Wenn, dann bin ich, glaube ich, der Erste, der morgen dann zeitig aufstehen würde. Also. Zeitig aufstehen? Na, falsch, nee, also. Nee, weißt du, was ich jetzt sagen wollte? Ich meine. Ich wäre jetzt der Erste, der sagen würde, ich gehe jetzt schlafen. Weil du bist immer am Wochenende der Erste, der schlafen geht. Stimmt, weil ich in der Woche immer Ewigkeiten auf bin. Ja, am Wochenende, wo er es könnte aufbleiben, geht er schlafen. Wieso gehe ich schlafen? Weil ich nämlich in der Woche eigentlich immer viel zu kurz schlafe und da immer.